Also guten Tag wieder. Jetzt frage ich etwas Persönliches. Was sagten damals Ihre Eltern und Freunde zu Ihrer Wahl in Russland zu arbeiten und was sagen Sie jetzt? Im Prinzip fanden die meisten das ganz normal. Ein bisschen exotisch als Land, weil ich ja Mitte der 90er, wo zumindest in Deutschland die Vorstellung bestand, dass in Russland absolutes Chaos herrscht und dass das natürlich nun nicht gerade das Land ist, was wir selber gewählt hätten. Aber natürlich kannten sie meinen Hintergrund. Vielleicht dazu noch als Hintergrund. Ich habe also von 1988 bis 1990 in Russland studiert. Dann fiel die Mauer. Niemand wusste, was man mit dem sowjetischen Diplom nach 5 Jahren anfangen kann. Wir waren im zweiten Kurs mit anderen Deutschen und haben gedacht, naja, jetzt kommen wir nach 5 Jahren mit dem sowjetischen Diplom nach Deutschland zurück, finden keine Arbeit, weil das natürlich niemand anerkennt und alle uns auslachen. Und haben uns dann schnell bemüht, in Deutschland das Studium fortzusetzen, was wir auch gemacht haben, was wir uns hätten eigentlich sparen können, weil alle, die ich kenne, die also hier schon im 4., 5. Kurs waren und natürlich ihr Studium in Moskau abgeschlossen haben oder in der Sowjetunion selbst, haben alle einen hervorragenden Arbeitsplatz gefunden, weil 91, 92, 93, wenn jemand mit einem Diplom aus der Sowjetunion zurückkam und bei einer Bank, also wir waren am Finanzinstitut, haben wir gelernt, das heißt also die meisten sind in den Consulting-Bereich gegangen oder in den Bankenbereich. Und wenn man damals Anfang der 90er in eine Bank kam und die haben gesehen, okay, du warst 5 Jahre in Russland und hast das überlebt, die haben gesagt, wir können euch überall hinschicken, ihr überlebt in jedem Winkel der Erde. Das war so ein unheimliches Plus damals, zumal sich die Märkte auch eröffnet haben und viele gemerkt haben, Russland wird ein Absatzmarkt, ein interessanter. Also im Prinzip war das gar nicht so dramatisch, aber ich bin damals also mit anderen Studenten im zweiten Studienjahr nach Deutschland gewechselt und habe schon während des Studiums angefangen, für eine russische Firma in Berlin zu arbeiten. Das heißt also, ich habe nie richtig in Deutschland für eine deutsche Firma gearbeitet. Das heißt also, dieser Übergang zur Arbeit in Russland selbst für eine russische Firma oder für eine ausländische Firma damals war gar nicht so dramatisch. Es hat sich mehr oder weniger durch Zufall ergeben. Ein Freund von mir hat damals als Verlagsleiter gearbeitet. Dann wurde der Verlag, das war ein Schulbuchverlag in der DDR, der LCU-Schulbuchverlag, wie hier in Russland Prosvetschenie, ist dann aufgekauft worden von einem großen Konkurrenten aus Westdeutschland. Und nach 1,5 Jahren hat er dann seinen Job verloren, kannte jede Menge Leute in der Branche und kam dann eines Tages zu mir und hat gesagt, pass auf, ein holländischer Großkonzern hat mir vorgeschlagen, nach Russland zu gehen und dort eine Filiale aufzumachen. So, ich kenne die Sprache nicht, ich kenne dort niemanden, du kennst die Sprache, du hast Kontakte in der Wirtschaft, lass uns das gemeinsam machen. Deswegen bin ich dann halt 96 oder 95 hat das angefangen mit einer zaghaften Erkundung des Marktes. Nach Russland gegangen, aber die Wahl war nicht so. Die wäre wahrscheinlich exotischer ausgefallen, wenn ich gesagt hätte, ich gehe nach Südamerika oder nach Afrika. Russland konnten sich die meisten schon vorstellen, weil ich in Berlin schon für eine russische Firma gearbeitet habe, studiert habe und so weiter. Aber im Prinzip, Feedback war durchaus positiv und hat also niemand gesagt, du bist verrückt, das ist eine Katastrophe, da kann man nicht arbeiten. Beziehungsweise ist es schwer für Sie, hier in Russland zu leben? Was gefällt Ihnen hier und was eher nicht? Überhaupt nicht schwer, zumal in Moskau. Moskau wird wahrscheinlich immer ähnlicher einer durchschnittlichen europäischen Großstadt. Hat seine Vorzüge und hat seine Nachteile. Also ehrlich gesagt, mir hat Moskau in den 90er Jahren mehr gefallen, weil es ein bisschen offener war und weniger orientiert, einfach schnelle Geld zu machen. Aber an sich von der Lebensqualität kann man in Moskau, wenn man nicht allzu hohe Ansprüche hat, an irgendwelche ausgefallenen Sachen, die man natürlich in Moskau nicht findet, aber insgesamt. Die Lebensqualität ist die gleiche, sei es Paris oder London, sehr gleich. Wenn ich also vergleiche Berlin und Moskau, sehe ich Berlin auf dem absteigenden Ast und Moskau auf dem aufsteigenden Ast. Insgesamt, angefangen vom öffentlichen Transport, Nahverkehr. Berlin weitaus schlechter ist als in Moskau, muss ich sagen. Was vermissen Sie? Gibt es etwas? Was ich in Moskau vermisse? Ehrlich gesagt fällt mir da nichts ein. Also man hat alles, außer vielleicht
Konversation auf Deutsch vielleicht, das ist klar, aber das ist ehrlich gesagt auch nicht so was, was ich so groß vermisse. Fernsehen auch nicht. Alles, was man sehen, gern sehen möchte, kann man sich auch übers Internet per Streaming abrufen und so weiter. Also ehrlich, so richtig nichts vermisse ich. Vielleicht die einzige Sache, deutsches Brot, das wird wahrscheinlich von den meisten Deutschen genannt werden, die es in Moskau vermissen. Das Angebot ist etwas karger hier in Moskau und die Sorten sind anders, aber das wird auch immer besser. Vor 15 Jahren war es schwierig, ordentliches Brot zu bekommen. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr das Problem. Aber alles andere, das ist auch, das sind Kleinigkeiten, der Rest ist okay. Was an Nachteilen vielleicht, was mich immer wieder verwundert, Russland ist das einzige Land, was ich kenne auf der Welt, wo man Ausländern a priori weitaus besser gegenüber eingestellt ist als seinen eigenen Leuten. Das merkt man schon an der Grenze, wenn sie dort also in der Schlange an der Passkontrolle stehen. Das Verhältnis gegenüber Ausländern ist weitaus zuvorkommender als gegenüber den eigenen Bürgern. Was mich am Anfang verblüfft hat, weil wenn sie sich in Berlin, Paris oder London in eine Schlange stellen, haben sie also EU-Bürger oder Briten, Deutsche, Franzosen und aller Rest und die Einheimischen werden weitaus besser behandelt. In Russland ist es aus welchen Gründen auch immer andersrum. Auch im Allgemeinen das Verhältnis gegenüber Ausländern ist a priori so, dass halt Ausländern von vornherein vertraut wird, obwohl es meines Erachtens überhaupt keine Grundlage dafür gibt. Die Quote von Idioten unter den Ausländern ist nicht geringer als unter den Russen. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Das meines Erachtens behindert das ein bisschen auch die Entwicklung Russland, weil die Russen könnten mehr Selbstvertrauen gebrauchen. Es gibt nichts, was jetzt dafür spricht, dass die Russen irgendwie Minderwertigkeitskomplex haben müssten. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Und auch ein bisschen halt, was ich schon gesagt habe, dieses Vertrauen, dass irgendjemand was für einen macht, von oben herab, was durchsetzt, dieser Fatalismus, dass ich als Individuum nichts ändern kann. Alle Veränderung geht im Prinzip vom Individuum aus. Also wenn ich selber nichts mache, dann wird sich auch nichts verändern. Also da muss ich schon ein bisschen selber pushen und versuchen, das zu machen, wenn ich immer warte, dass irgendjemand anders das macht. Das wundert mich ein bisschen. Da könnte sich einiges weitaus schneller in Russland entwickeln, positiver entwickeln, als es sich entwickelt. Aber okay, das ist wahrscheinlich eine Frage des allgemeinen Klimas, dass man halt erstmal versucht, selber über die Runden zu kommen und dann schaut, was man für die Gemeinschaft machen kann. Das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, wird auch sich ändern in der Richtung. Kann ich gerne machen. Mehr eine, also aus dem persönlichen Leben, aus dem Berufsleben, die sind alle nicht so interessant. Was ich gerne erzählen würde, war eigentlich eine der ersten Eindrücke, die ich bekommen habe, als ich das erste Mal nach Russland gekommen bin. Also ich habe hier 2 Jahre studiert, von 1988 bis 1990. Und bevor das Studium überhaupt angefangen hat, hat man uns für 3 Wochen nach Kasan geschickt, zu einem Kurs der russischen Sprache, um also unser Niveau, wir haben alle vorher Russisch gelernt in der Schule und in der Vorbereitung aufs Studium, aber nach anderthalb Jahren Wehrdienst das meiste, oder zumindest die männlichen Studenten das meiste wieder vergessen. Also hatten wir uns vor dem Studium in Moskau für 3 Wochen nach Kasan geschickt und die Geschichte charakterisiert eigentlich ganz gut diesen Unterschied zwischen Deutschland, Russland, Deutschen, Russen. Wir waren also zu dritt, 3 Deutsche in einem Zimmer im Studentenwohnheim und hatten aber nur einen Schlüssel und haben das meistens so organisiert, dass derjenige den Schlüssel bekommen hat, der eigentlich laut Plan als erster zurück sein sollte. Und so war es auch dieses Mal, nur dass die anderen beiden, die keinen Schlüssel hatten, als erste zurückgekommen sind ins Wohnheim. Und wir saßen nun vor der verschlossenen Tür und unsere Nachbarn kamen und haben uns gesehen, haben gefragt, warum wir vor der Tür sitzen, haben wir die Situation mit dem Schlüssel erklärt, haben gesagt, braucht er nicht hier zu sitzen, kommt rein zu uns, sitzt bei uns, trinkt Tee und wartet, bis euer Kollege mit dem Schlüssel kommt.
Und in Deutschland, um jetzt bei jemandem zu Besuch zu kommen, das geht einfach nicht einfach so vorbeizukommen, zu sagen, hallo, hier bin ich. Da meldet man sich zumindest einen Tag oder eine Woche vorher an. Und diese Vorstellung, dass jemand, der einen das erste Mal sieht im Leben, einen sofort zu sich nach Hause einlädt, das hat die Leute also milde gesagt sehr verdächtig gemacht in unseren Augen. Wir haben uns also da eine Viertelstunde lang gesträubt. Die haben also wirklich eine Viertelstunde lang versucht, uns zu überreden, bis wir dann mehr oder weniger widerwillig dann reingekommen sind, weil wir gar nicht wussten, muss man dazu sagen, das waren zwei große Kerle, so 1,90. Einer war Tschetschene, einer war Tatare. Schwarze Haare, schwarzer Schnurrbart. Wir haben uns ehrlich gesagt am Ende gar nicht getraut, Nein zu sagen. Aber für uns war das so eine Maximalerfahrung, dass irgendjemand, der einen das erste Mal sieht, sofort einen zu sich nach Hause einlädt, ohne irgendwelche Hintergedanken. Einfach, der sieht, jemand sitzt da und das kann nicht sein. Also diese Frage Gastfreundschaft, die bei uns noch einen ganz anderen Hintergrund hat, andere Vorstellung. Das war eigentlich so eine erste Einführung, dass man in Russland viel offener ist und zu jemandem zu Besuch gehen kann, und das wird ganz normal aufgenommen. Also in Deutschland kann ich bis zum heutigen Tage nicht selbst zu unseren Nachbarn gehen und einfach sagen, okay, hier bin ich. Da muss man schon eine kleine Vorwarnung geben. Gute Frage eigentlich. Ich komme also aus dem deutschen Teil, also aus dem ostdeutschen Teil von Deutschland, und da war eigentlich ab der 5. Klasse russische Sprache ein Pflichtfach. Da wurden wir also nicht gefragt, ob wir Russisch lernen möchten oder nicht. Und dann hat sich das mehr oder weniger durch Zufall ergeben, dass eines Tages habe ich einen Brief bekommen von der, ja, wie nennt sich das auf Russisch oder auf Deutsch, auch Stadtverwaltung für Bildung, dass mein Antrag für ein Studium in Russland und im Ausland befürwortet wurde, obwohl ich nie einen Antrag gestellt hatte. Ich weiß nicht, was da fehlgelaufen ist. Jedenfalls wurde mir gesagt, okay, pass auf, du studierst nach deiner Schulzeit für 5 Jahre in der Sowjetunion, also musst du Russisch lernen. Und wie gesagt, nach 10 Jahren Schule bin ich dann noch 2 Jahre lang, habe ich Abitur gemacht auf einer Schule mit erweitertem Russischunterricht. Und das waren eigentlich meine ersten Kontakte, Schule und Abitur mit Russisch, und dann halt sofort in die Sowjetunion, nach Moskau. Und dann hat sich das halt so ergeben, man lernt Russisch, man braucht Russisch, um überhaupt auf der Hochschule im Leben zurechtzukommen. Und dann ergibt sich halt auch mit der Beherrschung der Sprache auch der Eintritt in die Lebensweise der Leute, in die Kultur und so weiter. Und dann eignet man sich das an. Also ich habe gelernt, was ich schon gesagt habe mit dieser ersten Geschichte, dass man weitaus offener sein kann zu anderen Menschen, dass also Leute sehr gerne auch auf einen zugehen, Kontakt herstellen, und dass man nicht alles über Anmeldung machen muss, sondern dass man einfach auf die Leute zugehen kann. Ich habe den Eindruck gewonnen, die Russen selbst oder alle vielen Völker, die jetzt halt im Bereich der auf dem Gebiet der Russischen Föderation leben und arbeiten, dass die weitaus offener sind, dass die von vornherein davon ausgehen, dass andere Leute freundlich, friedlich gesinnt sind und gerne auch kommunizieren und einem auch gerne zeigen, wie sie leben, versuchen auch ein bisschen mitzubekommen, wie andere Leute aus dem Ausland denken. Sieht man jetzt schon an diesem Projekt, dass sie selber interessiert sind. Das habe ich gelernt, dass man weitaus offener ist Kultur gegenüber. Also im Schnitt der Russe in meinen Augen ist weitaus offener der Kultur. Es hat wenig zu tun mit der Herkunft, mit dem Einkommen. Also auch Leute, die sich relativ wenig materiell leisten können, die geben weitaus mehr Geld aus für Kultur, für Museen, für Reisen. Ich habe also Bekannte, die wirklich nicht viel verdienen, und wenn die dann nach Europa fahren, dann kriege ich irgendwie per WhatsApp oder über Facebook die Nachricht, so, heute sind wir nach Italien gefahren, morgen geht es nach Brüssel, übermorgen nach Luxemburg, wo eigentlich der durchschnittliche Deutsche ein halbes Jahr plant und einen Haufen Geld dafür ausgibt, um vielleicht 1 oder 2 Länder zu sehen, und wo die mit ihrem, sagen wir mal,
durchschnittlichen Redakteursgehalt halt in einer Woche 3-4 Länder für sich erobern und dir dann Sachen noch dazu aus Deutschland schreiben, über Museen, über kulturhistorische Städte, wo du selber noch nie warst, die sie aber besucht haben. Also das finde ich eine unheimlich interessante Geschichte. In Russland, also ich bin jetzt 20 Jahre hier, über 20 Jahre, habe eigentlich keine großen Kritikpunkte. Also zumindest für die nächsten 10 bis 15 Jahre, würde ich mal sagen, bin ich auf jeden Fall noch hier. Und dann muss man mal schauen. Also meine Hoffnung, ich bin immer ein Optimist, schon in den 90er Jahren, wo man eigentlich wenig optimistisch sein konnte, wo ich also auch im Prinzip wie ein weißer Rabe durch die Gegend gelaufen bin und den Leuten immer gesagt habe, es wird besser, wahrscheinlich auch ausgehend von der Haltung, schlechter kann es eigentlich gar nicht werden, es kann nur besser werden. Also ich bin sehr optimistisch, was die Entwicklung in Russland betrifft, weil man einfach diesen Unterschied sieht und die Tendenz insgesamt ist gut. Und deswegen denke ich mal, bleibe ich hier und sehe diese Sache eigentlich sehr positiv. Welche Seiten des russischen Lebens finden Sie bis hier unverständlich? Schwer zu sagen, so unverständlich eigentlich gar nichts. Man gewöhnt sich an alles. Also wie gesagt, diese Unverständlichkeit, dass man viel wartet. Vielleicht lässt sich es am besten anhand einer Geschichte erklären, die für mich symptomatisch ist, wo ich also sage, okay, da müssen einfach die Russen besser begreifen, was sie für Rechte haben und die auch durchsetzen. Eine ganz einfache Geschichte. Ich habe in einem Elektronikladen so ein elektronisches Thermometer gekauft oder eine Wetterstation und die funktioniert denn. Ich bin ja so am nächsten Tag hin, da wo kann ich die eintauschen, also dass ich mein Geld zurückbekomme, hat man mir so die Ecke gezeigt, wo diese Reklamation stattfindet. Bin ich hin, kleine Schlange, 4-5 Leute, okay, stelle ich mich an, warte 5 Minuten, nichts passiert und ist auch niemand da, der irgendwelche Reklamationen aufnimmt. Und dann frage ich halt den Nächsten in der Schlange, wo ist denn derjenige, der hier die Reklamation aufnimmt. Ja, der ist gerade weg, eine Passkopie machen. Okay, warte ich noch 2 Minuten. Ich muss dazu sagen, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich warte nicht gerne in Schlangen. Also frage ich wieder, wann ist denn der weg? Also vor 25 Minuten. Ich sage, wartet ihr hier wie eine Herde Schafe, bis ihr zurückkommt? Das kann doch nicht sein. Bin ich zurück an den Informationsstand und frage, wo ist denn derjenige, der dort die Reklamation aufnimmt? Dann zeigt das Mädel wortlos neben sich, sitzt ein junger Mann, telefoniert, offensichtlich aus persönlichen Sagen. Man sagt, was marsch zurück, jetzt wird die Schlange abgearbeitet. Okay. Der nächste ist so ein älterer Mann, gibt seinen Pass ab, der sagt, jetzt muss ich eine Kopie machen. Ich sage, nach 2 Minuten bist du wieder zurück. Ja. Verschwindet und ich frage halt den Opa, der dann der Nächste war, wie lange warten Sie schon in der Schlange? Sagt er dann so 2,5 Stunden und da wusste ich also, bis ich dran bin, vergeht der halbe Tag und das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Bin zurück, habe meinen Tag in das Beschwerdebuch gemacht und die gesamte Einstellung war natürlich, das war denen vollkommen egal. Und das ist natürlich klar, wenn den Kunden das egal ist, wenn ich also zum Mediamarkt in Berlin gehe und sage, das Teil funktioniert nicht, die nehmen das wortlos zurück, händigen mir das Geld aus und entschuldigen sich noch 3-mal, weil die wissen, wenn ich weiß, ich kann da jederzeit das umtauschen oder mein Geld zurückfordern, dann komme ich auch wieder. Ich war nie wieder in dieser Elektronikkette. Die werden das wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, aber die Einstellung, wenn das also jeder seine Rechte durchsetzen würde, und das ist natürlich eine einfache Sache, da brauche ich nicht Abgeordneter zu sein oder reich zu sein oder sonst welche Druckmittel zu haben. Es gibt genügend Möglichkeiten, seine Rechte als Kunde zu schützen. Da gibt es auch Druckmittel, auch gegen große Handelsketten. Und das wirkt auch, aber die Leute müssen natürlich aus dieser Lethargie raus. Ich kann da sowieso nichts machen. Wenn sich alle Leute 3 Stunden in eine Schlange stellen, wird sich da nie was ändern. Das verwundert mich. Ja. In anderen Bereichen sind die Russen auch nicht so geduldig oder so, lassen sich so einfach unterbuttern. Aber bei solchen Sachen, jeder hat seine Rechte und die können auch durchgesetzt werden. Also diese Vorstellung, dass man seine Rechte, man hat keine Rechte und wenn man sie hat, kann man sie nicht durchsetzen, die ist grundlegend falsch. Die kann man sich, das Rechtssystem in Russland mag seine Probleme haben, aber auf der Ebene als Verbraucher seine Rechte durchzusetzen, das ist unheimlich einfach. Man muss es nur machen, man muss nur versuchen. Natürlich muss man natürlich auch mal den extra Schritt gehen und
die Ersten, die das machen, die werden natürlich jede Menge Zeit investieren müssen und vielleicht auch ein bisschen Geld investieren müssen. Es lohnt sich aber. Es lohnt sich. Das wundert mich immer wieder. Aber es ist wahrscheinlich auch ein Prozess. Einer muss es erstmal durchziehen und den anderen zeigen, das geht, das funktioniert, und dann werden die anderen es auch. Viele Russen glauben, dass die Deutschen sehr pünktlich, streng und korrekt sind. Haben Sie diese Eigenschaften? Ja, was die Pünktlichkeit betrifft, denke ich mal ja. Also ich bemühe mich zumindest immer pünktlich zu sein, weil das einfach eine Form der Höflichkeit ist. Wenn man bedenkt, Zeit ist Geld, wenn ich also unpünktlich bin, gebe ich das Geld anderer Leute aus, und ist halt, für mich ist das keine leere Floskel, dass Höflichkeit ist die Freundlichkeit von Königen. Es ist nicht schwierig, pünktlich zu sein, selbst im öffentlichen Nahverkehr in Moskau, was war etwas schwierig früher. Aber trotzdem funktioniert es, fährt alles relativ pünktlich. Man kann, wenn man will, kann man pünktlich sein. Ich bin lieber eine halbe Stunde zu früh als 5 Minuten zu spät. Also das würde ich mal sagen. Da bemühe ich mich, pünktlich zu sein. Ob das nun nicht, weil ich in einem deutschen Stereotyp entsprechen möchte, sondern einfach, ich halte es für eine Form der Höflichkeit. Strenge behalte ich eigentlich nicht als Vorzug. Also man kann sicherlich streng sein im Zusammenhang mit anderen Qualitäten, aber einfache Strenge bringt einfach nichts. Ich meine, wenn man sich mit Leuten umgibt, die wissen, was sie zu tun haben und in der Lage sind, das zu machen, da muss man nicht ständig hinterher sein und streng sein und abstrafen und drohen. Das bringt im Effekt nichts. Also ich meine, wir sind ja nicht da im Zirkus, wo man irgendjemand dressieren muss, sondern versuchen muss halt Leute von innen heraus zu motivieren und zu sehen, dass die Leute das aus eigener Initiative machen. Also Strenge ist meines Erachtens überbewertet. Korrektheit, also wenn es darum geht, versprochene Sachen auch einzuhalten, zu erfüllen, Verpflichtungen, die man auf sich genommen hat, auch zu erfüllen, denke ich auch, ist auch eine Form der Höflichkeit, der Zuverlässigkeit. Also das ist sicherlich eine der deutschen Tugenden, also wenn man davon ausgeht. Jetzt ist es schon wieder auf dem absteigenden Ast, aber 50er, 60er, 70er Jahre, das Wort eines deutschen Kaufmanns, das war Gold wert. Also da konnten sie sich verlassen. Sie konnten da Verträge per Handschlag machen und die wurden erfüllt. Und wenn sowas funktioniert, ist das auch sehr gut. Also das halte ich für eine gute Eigenschaft. Und wenn die jetzt halt Deutschen zugeschrieben wird, super, umso besser. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus? Also die Eigenschaften? Die Eigenschaften weniger. Also ich versuche jetzt auch nicht aus den russischen Mitarbeitern deutsche Mitarbeiter zu machen. Das ist auch zwecklos. Das können sie nicht machen, genauso gut wie sie aus deutschen Mitarbeitern die russische Mitarbeiter oder Russen machen können. Das geht einfach nicht. Ich versuche ihnen einfach das beizubringen durch gutes Vorbild und sage, okay, wenn wir pünktlich sind, wenn wir also unsere Verpflichtung erfüllen, ist das auch gut für uns, weil dann wollen die Leute auch mit uns zusammenarbeiten. Dann haben wir unseren Job, dann können wir davon leben. Und das merken die Leute auch. Also das ist weniger so eine Zwangsgeschichte, wo ich sage, das muss jetzt eingehalten werden. Und halt, wenn die Leute für eine halbe Stunde zu spät kamen und das nicht als großes Ding angesehen haben und jetzt halt 5 Minuten zu spät kommen, dann ist das schon ein Erfolg für mich. Also wie gesagt, Das bringt nichts, Leuten in eine falsche Kultur überzustulpen. Das muss einfach von der Geburt an funktionieren. Und aber man kann den Leuten durch gutes Beispiel sagen, okay, pass auf, wenn ihr ein bisschen in die Richtung geht und versucht, diese Tugenden euch anzueignen, dann bringt das nur Vorteile für euch. Und was tun Sie hier in Ihrer Freizeit? Gute Frage. Also Freizeit habe ich relativ wenig und versuche die dann auch sinnvoll auszufüllen. Wobei das hat weniger mit dem Land zu tun. Ich lese sehr viel und gerne. Versuche dann neue Aktivitäten für mich zu entfalten. Also gerade die letzten 2-3 Jahre im Bereich Verknüpfung, Technologien und Beratung, dass man also den gesamten Stand der Juristen ins 21. Jahrhundert bringt, und da halt fallen immer wieder neue Initiativen an, wo man sagt, okay, wir machen Veranstaltungen. Letztes Jahr habe ich mit Enthusiasten zusammen
hatten die Moskauer, da waren wir uns von Legal Hackers, das ist also eine internationale Organisation, so eine Grassroots-Organisation, die auf dem Basislevel halt Techniker und Juristen zusammenbringt, um halt das Recht verständlicher zu machen für die Nichtjuristen und die Rechtsprechung oder die Rechtsausübung zugänglicher zu machen für Leute, die sich also nicht leisten können oder die nicht den Zugang haben. Und da gibt es jede Menge zu tun. Also ich bin jetzt sehr viel unterwegs auf Konferenzen und versuche da halt ein bisschen so die Trommel zu rühren für diese Geschichte. Damit fülle ich mehr oder weniger meine Freizeit aus. Ich bin also kein sportlicher Mensch, nicht übermäßig kulturell, dass ich sage, ich muss jede Woche 2-3 Mal ins Theater oder ins Kino gehen. Das geht mehr so übers Internet. Aber wie gesagt, ich lese viel und halt versuche, dann die Leute ein bisschen dafür zu begeistern, sich Technologien zu öffnen, weil halt die Juristen eine sehr konservative Berufsgruppe sind.